Geschichte. Moment, du spoilerst jetzt hier nichts, umschreibt es anders. Ich darf hier seit 5 Jahren nichts mehr spoilern und du erzählst die einzig interessante Pointe an dem Buch. Aber ich habe ja vorgewarnt. Ich habe es ja nicht einfach so gemacht. Ja, wie, da meinst du, wenn du so schnell weitersprichst, sitzen die alle la 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 zu Hause und hören nicht die mehr. Die machen einfach auf 30 Sekunden weiter im Stream online und dann kriegen sie das nicht mit. Vielen wird diese Situation bekannt vorkommen. Man will mit Freunden in Urlaub fahren und die Zeit genießen, aber dann gibt es ziemlich bald Stress unter den Mitreisenden. Dumm nur, wenn es nur zwei sind, die sich streiten, kein Dritter in Sicht und die Duellanten miteinander liiert sind. Genau das passiert bei Chloé und José, einem jungen italienischen Paar aus Bologna, das zusammen nach Japan fliegt. Es war Josés innigster Wunsch seit seiner frühen Jugend, denn der Nerd will unbedingt ins Land der Manga und Animes. Ein bisschen Japanisch hat er auch über die Jahre gelernt. Im Gegensatz zu seiner Freundin Chloé, mit der er seit 7 Jahren zusammen ist. Sie wäre lieber in die Karibik geflogen und hätte traumhafte Selfies gepostet, was man so von ihr erwartet als Influencerin. Bei der Ankunft wird der Streit so heftig, dass José seine Partnerin stehen lässt und vorschlägt, ab sofort die Ferien getrennt zu verbringen. Aber wie geht es jetzt weiter, vor allem für die junge Frau? Der italienische Zeichner und Autor Giulio Maccaglione lässt uns nicht als Voyeure einer scheiternden Beziehung zurück. Mit Ing Sakura schafft er einen Spagat zwischen Drama und Reiseführer, schickt die Figuren auf einen so ungewöhnlichen Selbstfindungstrip, dass man sich fragt, wie viel davon unter Umständen autobiografisch ist. Also, liebe Flori, ich sag mal so, wenn man ein Foto von dem Kollegen sieht und dann hier den José sieht, denkt man, okay, er hat sich selber gezeichnet. Bevor ich euch jetzt das Feld überlasse, möchte ich sagen, dass das leider mein Comiczentrum trifft, dass dieser Comic fucking Sakura heißt. Weil dieses ganze Kirschblüten gedrissen und der Japaner an sich und der Tourismus. Kirschblüte. Doris Story, Elmar Wepper, scheiß die Wand an Hannelore Elsner. Und endlich jetzt mal fucking Sakura. Das hat mir schon mal richtig gut gefallen. Das wollte ich sagen. Ja. Jetzt würde ich unsere bezaubernde Mia Oberländer das Feld überlassen. Ja, tut mir jetzt auch leid. Weiß ich so genau. Also ich habe das Gefühl, der Autor hat auf jeden Fall Lost in Translation gesehen. Mhm. Ein Film, den ich sehr mag. Und also daran ist es so nicht rangekommen, fand ich. Aber es hat auch einen schweren Start, weil ich bin irgendwie so ein Fan von so ungestrichenem Papier. Und es ist halt hier so ein Hochglanzband. Deswegen, ich weiß nicht, mich hat die Story jetzt nicht so... Also ist dir allein, ist das so bei dir, liebe Mia, wenn du so einen Hochglanz siehst, bist du von der Haptik schon so angestrengt, dass du sagst, Man kann es schon trotzdem schaffen, aber man hat auf jeden Fall einen schwereren Start, würde ich denken. Also es kommt noch ein bisschen darauf an, wenn es jetzt so ein Heftchen ist, nicht. Es gibt manche Comics, die müssen ja auch so ein bisschen so sein. Ja, aber das ist so lustig, dass du das sagst. Gerade bei meinen Freunden von Panini, und ich wollte gerade sagen, das ist Panini, haben wir ja öfter hier so Comics, die wir besprechen, die haben dieses Format, was ich ja sehr mag, weil es im Bett nicht so anstrengend ist für Sally, das zu lesen. Im Bett, Volker, im Bett. Ist nicht so schwer. Und ich bin schon öfter positiv überrascht worden und dafür bin ich dankbar, weil ich hatte immer ein Vorurteil. Ich habe immer gedacht, wenn das so Hochglanz daherkommt, dann ist das für mich helly, trashig und ich mag es nicht. Und da war ich eigentlich ganz positiv überrascht, sage ich mal. Das ist ja so ein bisschen wie so ein französischer Film. Ich weiß nicht, ob ihr das Label, was ich benutze, französischer Film. Das heißt, es gibt eigentlich kein Drama, es ist so ein bisschen Wohlfühl, sind schöne Bilder und... Ich glaube, ich rede mich im Kopf und Kragen, das ist nicht französischer Film. To cut a long story short, das ist so ein netter Sonntagsnachmittagsfilm, dieses Büchlein, finde ich. Also wenn man den jetzt nicht gelesen hat, dann hat man doch im Leben nichts verpasst, oder? Sprich, Sakura. Doch,
Weil ich fand ihn richtig gut. So. Ja, und ich fand auch die Figuren interessant, weil ich es super fand, dass beides welche sind, die mir am Anfang eher unsympathisch sind. Also sie mehr als er. Und wenn schon diese ganze, ich habe heute noch jetzt bei Instagram gepostet und so, wo ich dann auch denke, oh Gott und so. Aber die Entwicklung, die sie da vollziehen, am Ende fand ich beide sympathischer, sie dann mehr als ihn sogar. Ich finde die eigentlich über die ganze Strecke auch nachvollziehbar und glaubwürdig, mit einer Ausnahme, und das ist dieser Epilog, der da dran gehängt ist. Also ich spoilere jetzt mal, dass dann diese Freundin, die sich vorher völlig anders gegeben hat in der ganzen Geschichte. Moment, du spoilerst jetzt hier nichts, umschreibt es anders. Ich darf hier seit 5 Jahren nichts mehr spoilern. Und du erzählst die einzig interessante Pointe an dem Buch. Aber ich habe ja vorgewarnt. Ich habe es ja nicht einfach so gemacht. Ja, wie, dann meinst du, wenn du so schnell weitersprichst, sitzen die alle la 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 zu Hause und hören nicht mehr. Die machen einfach auf 30 Sekunden weiter im Stream online und dann kriegen sie das nicht mit. Sagen wir mal so, diese eine Figur verhält sich am Ende völlig anders, als sie vorher dargestellt wurde. Das fand ich nicht so glaubwürdig. Also die Entwicklung, aber ansonsten fand ich die Entwicklung der beiden Hauptfiguren nachvollziehbar. Darf ich kurz reingrätschen, dass ihn das noch unsympathischer gemacht hat als zu Beginn? Ja. Danke. Ja. Also den Epilog hätte ich in der Form weggelassen. Das ist mir, aus Sicht beider ist mir das ein bisschen zu dick aufgetragen, was da dann noch passiert. Aber wenn es doch autobiografisch ist, der wird es genauso erlebt haben. Ja, macht keine Schnute, egal. Was hat dir denn so gut gefallen? Ich hatte von vornherein Lust, das zu lesen, nicht nur wegen des Titels, sondern auch die Aufmachung schreckt mich überhaupt gar nicht ab, also auch, dass es so bunt war. Sag doch ruhig, das ist mein Leben. Ich arbeite in einem Manga-Laden in Hamburg. Ja, aber Hochglanz ist ja kein... ist mein Leben, sag Moment, es doch. Manga sind schwarz-weiß auf rauem Papier. Das kann es ja gar nicht sein. Nee, aber ich lese, aber die Superhelden-Comics sind ja oft auch so. Von Panini in der Paperback-Variante sehen die ja oft ähnlich aus, und das schreckt mich nicht ab. Dann ist es auch so, dass man den einfach sehr flott weglesen kann. Es ist jetzt keine Unmenge an Text, die da rauskommt. Und es stimmt schon, was du sagst, dass dabei diese gewisse, obwohl sie sich streiten, trotzdem eine gewisse Wohlfühl- oder Ferien-Urlaubsatmosphäre ja da ist. Ich fand natürlich die Thematik, die es auch streift mit diesen ganzen Manga- und Videospielen und wie man Tokio zum Beispiel jetzt wahrnimmt und so, interessant. Aber ich fand eben auch die Schilderung der Figuren immer abwechselnd, hat mir gefallen. Also am Anfang fragt man sich dann zum Beispiel, oder ich wieder, mein Gott, warum sind die überhaupt zusammen? Das kann ja gar nicht sein, so wie die sich benehmen. Aber auch da gibt es ja schon, kenne ich auch aus dem realen Leben, Beispiele von Leuten, teilweise auch selbst, wo man sich irgendwann mal total toll fand und geliebt hat und trotzdem irgendwann nur noch streitet und sich halt so behandelt, wie die beiden das tun. Also auch das fand ich relativ glaubwürdig. Ja, aber das war, wenn ich da ganz kurz mal sagen darf, bitte. Das war für mich aber nicht überzeugend genug etabliert. Denn nur weil sie so eine Instagram Junkie ist und eher so ein Videogames- und Comic-Freak ist, ist für mich das kein Grund, dass zwei Leute sich auseinandergelebt haben. Also das Etablieren dieser Beziehungssituation fand ich nicht gut genug etabliert und auch nicht gelungen. In der Tat aber dieses Wohlfühl und auch nochmal, deswegen habe ich auch Lost in Translation geliebt, weil viele sind ja fasziniert von Japan und ich gehöre dazu oder eben Tokio. Boah, hatte ich Bock, wieder Japanisch zu fressen, ne? Nachdem ich da durch war, durch den Comic. Das ist alles toll. Das ist auch super schön gezeichnet, möchte ich an dieser Stelle sagen dürfen. Aber ich meine mit dem, das ist ein Sonntagsnachmittagsfilm. Mhm. Und wenn ich den jetzt nicht gelesen hätte, hätte ich nichts verpasst. Genauso wie ich das sage mit dem Sonntagsnachmittagsfilm. Das kann eine super gute Unterhaltung sein, ne? Mhm. Oder eine schöne, so eine... Ich sag mal, ein bisschen gehobene Rosamunde-Pilcher-Unterhaltung für den Sonntagnachmittag sein. Ja, Kinder, was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin aber doch nicht heterosexuell. Aber gilt das nicht für die meisten Comics? Also auch für den Augensammler würde ich sagen, es war unterhaltsam, es war spannend, es sah gut aus. Aber wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich jetzt für mich... Nee, das tut mir leid, da kann ich dir jetzt so nicht recht geben, weil die Bilder von Schmolke über den Augensammler, die sind in mir drin. Also okay. Das geht sogar so weit, dass wenn ich die jetzt nochmal aufblättere, dass das wieder was mit mir macht. Das empfinde ich nicht so. Also ich glaube, es gibt eine Art... Also von den Sachen, die ich lese, also die wirklich den bleibenden Eindruck hinterlassen und die mehr sind als die Lektüre, unterhaltende Lektüre nebenbei, das sind ja nicht so viele. Nein, aber das gehört nicht dazu. Okay. Ich fand es überdurchschnittlich.
Ja. Es gibt da diesen, nachdem du die Haptik überwinden konntest. Ja, also es gibt so zwei Sachen, die mich so ein bisschen daran gestört haben. Also ich finde Selbstfindungstrip in Japan eigentlich auch jetzt kein schlechtes Thema. Also ich fand es so interessant, dass diese beide auf zwei unterschiedliche Reisen da aufgebrochen sind. Ich fand ihre Entwicklung halt irgendwie so ein bisschen zu flach. Also dass ihr dann irgendwann so das... Bisschen zu auf. Das Smartphone fällt mir so vor die U-Bahn. Ich bin mit der Japanerin ins Bett. Ui, ich bin jetzt lesbisch und färbe mir die Haare rosa. Ui. Also, sie hat nicht gesagt, dass sie jetzt lesbisch ist. Doch. Natürlich. Nein, sie hat es gegenüber ihrer Freundin doch ständig bestritten. Aber das ist jetzt ja wieder der verbotene Teil. Was? Das ist, steht am Ende explizit, dass sie jetzt lesbisch lebt. Ja. Die Freundin hier jetzt von ihm sagt, sie hat sich von ihrer Partnerin getrennt, aber ist immer noch gekommen. Ja, ich meine ja nur, es war aber nicht hui, ich bin jetzt gerade nicht in dem Moment, wo sie es gerade erlebt hatte, da hat sie es ja noch abgestritten. Ja, wurscht. Ja. Das ist für mich, das ist hier wieder italienisch. Ich sag's euch, wie es ist. Also ihr fällt so dieses Smartphone irgendwie vor die U-Bahn und sie ist halt die ganze Zeit, ihr geht's eigentlich schlecht und sie inszeniert ihr Leben schön für Instagram. Es hat mich auch die Instagram-Komponente... Und dann, danke, lieber Gott, ich habe mein Smartphone verloren, deswegen habe ich zu mir gefunden. Ja, nee, weil dann geht sie ja, sie will sich ja dann Neues kaufen und geht dann in den Handyladen, aber dann vor dem Handyladen lächelt sie eine japanische Frau an. Und diese simple soziale Interaktion hat dann gereicht, sie ist zurück aus Instagram, wieder im Leben, ich es gibt andere Menschen und dann ist sie happy und ist irgendwie... nie wieder weg. Ich bin bei Spoiler. Dir. Und deswegen... Ach ja. Ja, aber das ist eine Spoilerei. Jetzt bin ich... Guck mal, da ich nicht schuld bin mit dem Spoiler, du hast angefangen und deswegen jetzt trägt dich alle Schuld. Ist egal. Ich glaube, dass dir das nur so gut gefällt, weil du A, heterosexuell rumläufst und B, diesen Sakura-Laden hast. Doch. doch. Das hat also, irgendwas streift das von deinem Leben, was dich aber da so ich würde, berührt. Obwohl ich mich mit dem Zeug beruflich beschäftige. Wenn ich in Japan wäre, würde ich nicht als erstes da in dieses Viertel laufen, in dem es nur diese ganzen Manga-Video und... Warum denn nicht? Spielen. Weil du das selber in deinem Laden hast, oder was? Also es wäre nicht der Hauptgrund, nach Japan zu reisen. Ich würde mir dann tatsächlich eher auch das Land anschauen wollen, als jetzt mal zu sagen, den Nerd-Faktor, den ich ja auch habe, da auszuleben. Behaupte ich einfach mal. Pass auf, Ulfka, glätte bitte die Woge. Sprich jetzt mit uns über diesen herrlichen, romantischen, interessanten, gut gezeichneten Comic aus Italien. Ja. Also ich fand den auch gar nicht so schlimm. Ich kann nachvollziehen, dass ich du sagst, den auch nicht schlimm. Ich kann nachvollziehen, was du sagtest mit diesem so Sonntagnachmittag und dieses französische Film. Da denke ich immer an A liebt B, B liebt C und am Ende gehen alle zusammen Kaffee trinken. So, ich glaube, das ist so die Quintessenz von... Das war's doch letztendlich auch, die genau, Schlusssequenz am Flughafen. Schon, genau, es ist schon so ein, so ein Film. Ich fand es, mich kriegt man ja immer mit, das fand ich dann ganz, ganz schön, wenn dann irgendwie das Ganze noch so Musiktitel, Überschriften hat, damit, aus irgendeinem Grund kriegt man mich damit dann immer irgendwie. Und wenn dann noch irgendwie Joy Division auftaucht, denke ich, ah, cool. Kann auch, hat vielleicht auch manchmal was Aufgesetztes, aber irgendwie ist das, weiß nicht, finde ich sowas immer ganz charmant und ganz nett und ich finde es so, wie er das eingeteilt hat, ganz gut. Ich hatte erst, als ich den Comic noch nicht analog in der Hand zum Lesen hatte, hatte ich das ja erst als PDF und hatte auch erst gesagt, ah, sind mir wieder zu viele so ineinander gewobene Sprechblasen, das mag ich ja alles auch nicht, das überfordert mich auch immer irgendwie. Aber er war tatsächlich, fand ich ihn flüssig zu lesen. Also ich habe das hat mich gar nicht so abgeschreckt, wie ich das befürchtet habe. Ich habe ihn aber auch gerade auch erst, muss ich gestehen, erst in der Bahn gelesen. Also ich habe jetzt nicht so die Tiefe da reingebracht, die ihr vielleicht damit zugebracht habt, weiß ich nicht. Aber ich fand ihn gut lesen. Tiefe, also Analyse, Analyse, die tiefe Analyse. Nee, das ist ja nur Volker Obran hier mit der tiefen Analyse. Ich fand ihn tatsächlich auch ganz, ganz gut lesbar, aber du hast halt recht. Es wäre jetzt auch nicht, ich müsste jetzt nicht losrennen und ihn mir holen irgendwie. Also das ist halt, ich finde ihn grafisch okay, es ist aber auch jetzt, obwohl ich ja auch so ein Linie-Claire-Heini bin. Ist was für Heini? So ein Linie-Claire-Heini. Ja, Linie-Claire-Heini. Ist das jetzt aber auch nicht die Art, die mich irgendwie so abholt tatsächlich. Also das ist, aber ich fand ihn jetzt, ich fand es eigentlich schon ganz, ganz schön erzählt irgendwie eigentlich. Aber ich kann jetzt nicht... Nee, ich finde es auch... Also, ja, man, also ich, kann, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, warum ich hier so...
lass mal gucken, dass, ob ich dass irgendwas geschrieben dass es so schnell geht, kann ich auch nachvollziehen, was du gesagt hast. Dass so, ne, das fällt dieses Handy runter. Die Frage ist halt dann, wie willst du die wie willst auf begrenztem Raum letztendlich die Entwicklung, natürlich geht das ein bisschen zu schnell, ja, klar. Also das, aber irgendwann musst du es ja versuchen, so halbwegs hinzubekommen, dass es nicht total aus dem Nichts kommt, aber vielleicht auch nicht ganz realistisch ist. Ja. Naja, aber es ist ja schon eine Entscheidung des Autors, wie groß das Zeitfenster ist, um das es geht. Also man hat sich ja schon den Anspruch gesetzt, diese 2 Wochen, die ich da jetzt schilder, die haben Einfluss auf das ganze Leben dieser beiden ProtagonistInnen genommen. Mhm. Und das muss man ja nicht machen. Ja. Also er hat sich ja selber eingebrockt, dass er sich verpflichtet hat, die große Erleuchtung zu erklären. Mhm. Es hätte ja auch einfach kleiner gefasst sein können, dann hätte es mich vielleicht auch nicht so gestört. Mhm. Ich habe euch lieb. Nein, ich habe den, das muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe den wirklich gerne gelesen. Es sind schöne Farben, es ist eine Geschichte, der ich folgen kann. Und ich bleibe dabei, ein netter, gemütlicher Sonntags-Nachmittagsfilm, das ist für mich nicht der komplette Verriss. Gerade wenn du verkatert bist und denkst, boah, ich kann jetzt kein Netflix, ich kann jetzt keinen Serienmord, gib mir irgendwas, was einfach nur läuft und du danach ein Wohlfühlgefühl hast. Das ist ja nicht der Verriss der Welt. Das ist jetzt auch kein Mega-Kompliment, aber es ist etwas, was in meinem Leben eine Daseinsberechtigung hat und so würde ich diesen Comic für mich auch einordnen wollen. Gut, wir sind alle still. Also freue ich mich, hab euch furchtbar lieb und jetzt kommt bitte. Jetzt wird es nämlich spannend, wenn ich das sagen darf. Unvermögen.